Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Wir starten auch gleich mal rein mit den Fragen. Die erste Frage von uns an dich für unsere Zuhörer wäre: Wie bist du auf das Studium aufmerksam geworden? Ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden, weil ich habe davor schon im Bachelor dual studiert, und zwar bei Hewlett-Packard Enterprise, und wir sind ein Kooperationspartner vom HAZ, und deshalb hat sich das HAZ dann bei uns vorgestellt und ein bisschen über die Inhalte erzählt, und das fand ich dann sehr spannend und hat mich dann direkt überzeugt. Ich bin über das Studienprogramm durch die digitale Hochschulmesse bei meinem Arbeitgeber aufmerksam geworden. Bei dieser Hochschulmesse wurden viele verschiedene Studiengänge vorgestellt und das Interessanteste fand ich Digital Business Management. Ich war auf der Studieninfomesse in der Hochschule Reutlingen. Ist da immer so ein relativ großes Event, wo viele Unternehmen da sind. Und da war auch die Knowledge Foundation da mit einem Stand. Da bin ich eher zufällig drüber gestolpert tatsächlich. Dann habe ich mit denen eine Weile gesprochen, was es eben so gibt und wie es halt so meine Interessen sind, was ich gern machen würde. Und da hat sich eben jetzt der Studiengang für Digital Business Management eben dann so ergeben. Ja, da hat das Ganze angefangen und heute bin ich hier. Also nach meinem Bachelorabschluss im Intercultural Management habe ich gezielt im Internet recherchiert nach einem Studiengang, also einem Masterstudiengang, der neben dem Management auch die IT-Kenntnisse vermittelt und insbesondere auch die praktische Erfahrung mit integriert. Warum hast du dich für das berufsbegleitende Masterstudium am HHZ entschieden? Eigentlich vor allem wegen den Inhalten, um mein Wissen im Bereich der Wirtschaftsinformatik zu erweitern. Und vor allem die Schwerpunktthemen vom HAZ haben mich eigentlich direkt gecatcht. Also die Themen disruptive digitale Geschäftsmodelle oder allgemein digitale Transformation, das steht ja wirklich im Kern. Das fand ich auch schon im Bachelor mega spannend und wollte hier einfach nochmal tiefer reingucken. Und ja, das ist dann auch hier so möglich. Dadurch, dass die Vorlesungen blockweise stattfinden, fand ich das Studium einfach super, weil man einfach gute Vereinbarkeit von Beruf und Studium hat. Außerdem fand ich die Studieninhalte super spannend, mit Digitalisierung im Fokus. Und was mich so auch interessiert hat, dass man gute Karrierechancen nach dem Studium bekommen würde. Ich habe mir natürlich auch verschiedene Programme angeschaut, aber hier so das Ausschlaggebende für mich war halt einfach, dass wir auch viele unterschiedliche Dozenten haben, eben, dass man auch relativ viel verschiedene Input bekommt, auch viele Leute immer aus der Praxis, die schon einiges an Erfahrung haben. Zusätzlich haben wir dann auch die Digital Business Week, die ja immer dann im Ausland stattfindet. Das war für mich auch ziemlich interessant. Und eben auch, dass wir viel Gruppenarbeit haben und viele so praktische Projekte und jetzt nur eine Prüfung gehabt haben. Und da eben viel mehr Erfahrung, so meiner Meinung nach, sammeln können, wenn wir es einfach selber machen, wie wenn wir es einfach nur auswendig lernen und eine Prüfung hinschreiben. Für den Digital Business Management Master habe ich mich entschieden, weil das vor allem innovativer Studiengang ist und weil man sehr gute Berufsaussichten hat nach dem Studium und vor allem auch wegen der Praxisorientierung.